Guten Morgen aus Sölden, meine lieben Jörges. Wir haben heute wirklich den besten Tag, denn es hat gestern und jetzt in der Nacht immer richtig geschneit. Das hat man auch gestern noch gesehen im Vlog. Und jetzt ist ja einfach so viel Schnee. Zum ersten Mal sind auch die Berge da hinten also komplett voll mit Schnee. In den Bäumen Schnee, auf Easy Schnee, überall ist Schnee. Hier ist ein bisschen Schnee. Okay. Wir sind mittlerweile ganz oben angekommen, hier bei der Geislachkugel. Nee, gar nicht. Ist richtig? Doch, ist richtig, oder? Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich weiß auch immer nicht, aber ich glaube, das hier ist ganz oben auf dem Geislachkugel. Da ist das Ice Cube Resort, wo wir den Bonn-Film drehen und so. Und ich bleib dabei, Izzy, heute ist der beste Tag. Ja. So viel Schnee. Und ich habe nur Angst, oh, siehst du diese riesige Wolken? Dass sie irgendwann herkommen. Aber die Berge halten die zurück, weißt du? Okay. Die halten die zurück. Sonst halten wir die zurück. Die machen einfach okay. So viel Wind beim Runterfahren, dass er die wegpustet. Das ist eine echt gute Idee. Ich glaube, das machen wir. Ich freue mich also schon richtig runterzufahren. Max ist schon mal ein bisschen was vorgefahren. Wir haben gerade eben noch ein Foto mit einer Zuschauerin gemacht, die aus München. Oder war das dieselbe oder waren das zwei verschiedene? Die aus München? War das die aus München? Sie war aus München? Sie hat mir das erzählt, dass sie uns bei der Longboard-Tour, als wir in Schloss Scharnstein waren, hat sie uns ein Lebkuchenherz geschenkt. Ach und so. Auch noch daran erinnere. Und ja, und das haben wir nämlich gegessen, als wir mit Jonas Vater, mit dem Tour-Praktikanten-Vater, im Bus. So, Leute, wir sind schon im Auto auf dem Weg nach Rotterdam. Da gibt's, glaube ich, noch ein paar Zuschauer. Ja. Hallo! Wir sind zurück nach Köln gefahren nach der Longboard-Tour und da haben wir es nachts im Bus genüsslich gegessen, dieses Lebkuchenherz. Deswegen habe ich mich natürlich noch daran erinnert. Und falls euch wundert, was ich hier auf dem Kopf habe für ein komisches Ding, da kommt gleich noch eine GoPro dran. Das habe ich extra so gebaut, dass die GoPro dann ungefähr hier hängt. So richtig auf Augenlevel habe ich so ein bisschen ein komisches Sichtfeld selbst, aber ich glaube, das sieht dann ganz cool aus. Vielleicht mal sehen, ihr seht es jetzt. Es ist soweit, vor ein paar Tagen haben Izzy und ich schon angekündigt. Irgendwann fahren wir hier auch runter. Jetzt bei super Wetter, bei eigentlich super Neuschnee, auch wenn jetzt schon richtig viele hier gefahren sind, weil es eben so gut ist. Probieren wir jetzt auch mal. Mal schauen, Leute, ihr seid hier mit. Bleibt dabei. Hands up, put them high to the sky. Let me set your soul on fire tonight. Not, we not trying to fight. Let me set your soul on fire tonight. We live fast, ain't time for waking up. I make time, then we be breaking up. So ask God, give me one more try. Let me set your soul on fire. She said it's her time, I asked when's mine. Said boy, I'm trying to win all of your money like Ben Stein. So I just circle back. You know the figure that figures out that every man lies. And every girl cheats a little, both of us then try to cover up, but you would rather pull a Leanne rhyme, so fuck it, I bailed. Yep, let me leave for the night though. Room full of nice suits, American Psycho. Aight though, let me say your toes, pull the glasses out. Now pour the gasoline, put the fucking matches out. I asked her where to sleep, she pointed, that's the couch. I heard it on the street and I ain't have to ask around, cause news travels real fast round these parts. So if you jump the gun, you never get in a restart. You say that's fine, you must have been a retard. We only looking for somewhere to be part until we on fire. Hands up, put them high to the sky. Let me set your soul on fire tonight. Not, we not trying to fight. Let me set your soul on fire tonight. We live fast, ain't time for waking up. I make time, then we be breaking up. So ask God, give me one more try. Mega cool war das, durch den Powder da zu reiten, zu surfen praktisch. Oder wie beschreibt man das Gefühl? Das ist aber ganz anders, als wenn du auf der Piste wärst, weißt du? Also teilweise warst du auf dem Tauchen. Ja, man taucht richtig so in diesen Puderschnee rein. Und oder man fliegt so oben drüber, man hört dann auch immer so richtig wenig. Nicht so hier im überfüllten Restaurant, weil heute ist so viel los auf der Piste. Gerade eben musst du bei einem Lift zum ersten Mal für ein paar Minuten anstehen überhaupt. Ja, weil es ist richtig gutes Wetter, richtig gut alles. Und ich bin so froh, dass wir es gemacht haben mit der abseits der Piste fahren. Es hat so Spaß gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, solange ihr natürlich ein bisschen Erfahrung mit dem Snowboarden habt. Und natürlich auch, dass da nicht so viele Felsen und so weiter im Weg sind. Aber wenn man dann eine freie Stelle hat, wo einfach so richtig schöner Pulverschnee ist, wenn man da so richtig so durchfliegen kann, das macht so Spaß, so cool. Wir haben auch kaum Pausen gemacht. Wir sind die ganze Zeit einfach gefahren. Und man fällt auch nicht so hart. Das, ja, das ist, solange da kein Felsen ist, wenn man fällt, tut es meist auch nicht so sehr weh, weil man halt im weichen Pulverschnee landet. Es sei denn, es passiert halt sehr schnell, dass man sich irgendwie so einbohrt, wenn man zu langsam ist und dann bleibt das Board so im Boden stecken, man schlägt sich so über. Ich verrate dir mal einen Trick. Okay. Mein Akku geht hier oben richtig schnell leer, anscheinend weil es so kalt ist, ich habe keine Ahnung. Ja? Das heißt, mein Handy ist total kalt. Der Trick ist jetzt? Mein Handy jetzt als Untersetzer. Okay. Hier, das ist schön heiß, und so lade ich jetzt meinen Akku. Das ist eine sehr gute Idee. Danke. Ich finde das top. Ja. Also Respekt an dich.
So, wir müssen jetzt auch damit, Wärme ist eigentlich das richtige Stichwort, damit unser Essen nicht kalt wird. Wir haben nämlich einen leckeren Kaiserschmarrn, habe ich hier. Du hast Käseschmetzle. Um mich kurz überlegen, aber gut, dass du ihn rausgefunden hast. Ja, der Max hat ja auch eigentlich Kaiserschmarrn, aber der ist seit geraumer Zeit verschwunden und geht irgendwelchen anderen Bedürfnissen nach. Wir wissen noch nicht genau was. Wir werden ihn gleich fragen, wenn er kommt. Wir essen jetzt aber erstmal weiter und dann wird nachher noch ein bisschen gefahren. Hands up, put them high to the sky. Let me set your soul on fire tonight. Not, not, we not trying to fight. Yeah. Let me set your soul on fire tonight. We live fast, ain't time for waking up. I make time, then we be breaking up. To ask God, give me one more try. Let me set your soul on fire. Das war mit Abstand die beste Talabfahrt, die ich je gefahren bin. Richtig guter Tag, hat durch den Paulus richtig viel gefahren, ab zur Küste. Ich habe jetzt einfach so richtig das gute Gefühl, auch einfach beim Fahren. Am Anfang war ich so mit Abstand der Schlechteste auf der ganzen Küste, habe ich das Gefühl. Und war ich wahrscheinlich auch einer von denen. Und jetzt sehe ich die ganze Zeit, wie ich Leute überholt, ich hielt unsicherer fahren und so weiter. Und das ist so, das macht mega Spaß, weil er weiß, okay, man kann es jetzt langsam. Aber leider haben wir noch einen einzigen Tag morgen, das ist so schade. Aber den werden wir noch richtig nutzen und dann gehe ich bestimmt so früh wie möglich wieder snowboarden. Macht mega Bock. So Leute, das war's auch vom Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und wir sehen uns morgen zum letzten Pistentag vom Snowtrip 2015. Ciao!